Hallo! Hallo, wer ist da? Hier ist König Artus mit seinen Rittern der Tafelrunde. Noch nie von uns gehört. Wessen Schloss ist das? Dies ist das Schloss meines Gebieters Guy de Lombard. Dann geh und sag deinem Herrn, dass wir hier stehen, weil Gott uns eine sehr heilige Aufgabe aufgebürstet hat. Sag ihm Folgendes: Wenn er uns Verpflegung und Unterschlupf für die Nacht gibt, dann darf er sich uns auf der Suche nach dem Heiligen Gral anschließen. Na schön, fragen kann ich ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er scharf auf einen Aal ist. Fische kommen ihm nicht ins Haus. Was? Er sagt, er hätte schon einen. Hast du gesagt, er hätte schon einen? Ja, ein strammes Ding. Ich hab ihm verraten, dass Lombard einen hat. Nun, dürfen wir raufkommen in Betracht? Auf gar keinen Fall, ihr schwulen Engländer. Und was seid ihr? Wir sind Franzosen. Woher hätte ich sonst diesen dämlichen Akzent? Du bescheuerter König. Was hast du dann in England zu suchen? Wir bohren nach Leinöl, du Tetop. Wenn ihr uns euren Gral nicht zeigt, dann nehmen wir euer Schloss mit Gewalt. Du kannst mir doch keine Angst machen, du englischer Rostbeefresser, du. Komm, leck dich doch selbst am Arsch, du Hurensohn. Ich scheiß dich zu, du sogenannter König Artus. Und ich scheiß dir auf deine runde Tafel einen großen Aufwand. Oh Gott, diese Pariser. Alsdann, hör zu, guter Mann. Ich habe keine Lust, länger mit dir zu reden, du verkackter englischer Frischbiertrinker. Ich furze auf euch, ihr Schweinepriester. Wenn es nach mir geht, kommt ihr nicht in europäische Gemeinschaft. Ist dort oben noch jemand anders, mit dem wir reden können? Nein, und jetzt verschwindet endlich, sonst rufe ich God Save the Queen. Hallo, ihr dämlichen englischen Nusskacker. Hallo, Monsieur Artus, König des Plumpudding. Hey, wir Pferdeburschen überlisten euch noch ein zweites Mal. Oh, wie kannst du diesen heiligen Ort entweihen? Hiermit befehle ich dir, im Namen der Ritter von Camelot, geh hin und öffne das Tor zu diesem heiligen Schloss, zu dem Gott höchstpersönlich uns geleitet hat. Ich bin, wie ihr Engländer zu sagen pflegt, der Cleverere. Befreit meine Nase von eurem Gestank, ihr Söhne einer Scheißhausparole. Denkt ihr, ihr könntet einen alten Pariser aufs Kreuz legen mit eurer herumstolzierenden, albernen, schuftelhaften Art? Ich wedele mit meinen Schwanzfedern euch Tünten zu. Ihr trinkt doch nach dem Onanieren kaltes Wasser. Genug schlecht. Im Namen des Herrn verlangen wir Eintritt zu diesem heiligen Schloss. Keine Chance, ihr britischen Bettnässertypen. Ich scheiß euch in den Kamin, dass es rauscht. Es eist doch jeder Tritt ein Brit. Ihr seid's doch nicht mal wert, dass sich andere mit euch die Hintern abwischen. Wenn ihr die Tür nicht freiwillig öffnet, dann werden wir dieses Schloss mit Gewalt nehmen. Hört zu, im Namen Gottes und beim Ruhm Also gut, damit ist die Entscheidung geflossen. Ja, und nun packt euch und kommt ihr nicht nochmal zu Hilfe. Oder wir schießen euch Pfeile in eure Peitschenköpfe und machen Türklopfer aus euren Eiern, ihr Hampelmänner. Oh, ich weiß, da gehen einfach ignoriert. Lasst uns gar nicht wiedersehen, Engländer. Oh, ihr könnt unsere Scheiße auch als Rotwein trinken. Und wenn ihr denkt, ihr seid diesmal von uns beschimpft und verspottet worden, dann habt ihr noch nie gehört, was Schimpfen heißt. Ihr seid eine unterentwickelte Zwergrasse.